Individuell unterwegs, der Freizeitpodcast. Folge 4: Dosensuche mit Hindernissen. Ja, hallo, liebe Individualisten und sonstigen Podcast-Hörer. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge. Es ist Samstag, der 6. April. Und ich bin gerade unterwegs nach Großhönigraben im Wienerwald. Und dort werde ich heute eine kleine Geocaching-Runde machen. Für alle, die Geocaching vielleicht noch nicht oder noch nicht so gut kennen. Im Grunde genommen geht es einfach darum, dass man anhand von Koordinaten, die man im Internet findet, sich dann mit dem GPS-Gerät auf den Weg macht und an den angegebenen Koordinaten dann irgendeine Dose in verschiedensten Größen dann findet. Da ist dann auch ein Logbuch drinnen, wo man sich eintragen kann, dass man die Dose eben gefunden hat. Und das Ganze kann man dann auch noch eben im Internet dann noch entsprechend nochmal loggen. Das heißt, auch im Internet dann hinschreiben, okay, ich habe jetzt die Dose gefunden, Kommentare dazu schreiben, etc. Und das Schöne und das Interessante beim Geocaching ist halt, dass man immer wieder mal an Orte kommt, die man einfach sonst nicht besuchen würde, wo man gar nicht auf die Idee kommen würde, dort hinzugehen. Und heute auf meiner kleinen Wanderung, die ich machen werde, das sind ca. 10 Kilometer, werde ich zwei Geocaches suchen. Dazu aber dann später entsprechend mehr, wenn ich dann wirklich dort bin. Und auf der Strecke liegen dann auch nochmal, also auf der Autostrecke, so muss man sagen, liegen dann auch nochmal 3 oder 4 Dosen, die ich dann auch noch suchen werde. Ja, so viel mal zum heutigen Programm, was ich heute vorhabe. Das Wetter ist, ja, geht so, ist leicht feucht. Es sind noch so ganz kleine Reste von Schneeflecken liegen noch umeinander bei uns. Es hat aber momentan 2,5 Grad plus. Das heißt, der Schnee wird jetzt auch nach und nach sich verabschieden. Es soll zwar morgen angeblich nochmal schneien, aber ja, schauen wir mal, was wirklich draus wird. Ja, der Samstag muss natürlich genutzt werden. Und schauen wir mal, wie die Tour heute wird. Und ich verabschiede mich jetzt mal in die Pause. So, da bin ich wieder. Mittlerweile bin ich schon zu Fuß unterwegs, bin also schon in Großhönigraben, habe auch die Hengstelstraße schon hinter mir gelassen und bin jetzt schon auf der Forststraße. Muss aber leider eine kleine Änderung in der Wegplanung vornehmen, weil der eine Weg, der in der OpenStreetMap eingezeichnet war, leider nicht existiert. Das kann schon mal vorkommen. Zumindest sieht man jetzt bei dem Schnee nicht. Da oben ist nämlich doch noch ganz schön Schnee, also da liegen sicher noch so 10 bis 15 cm. Jetzt bin ich gerade unterwegs zu einer kleinen Umgehungsstrecke. Es sind ein paar hundert Meter mehr, soll nichts Schlimmeres passieren. Und ja, jetzt mache ich mich auf den Weg zum ersten Cache. Ich habe jetzt die 600 Höhenmeter Marke
gerade überschritten. Das wird so ziemlich der höchste Punkt meiner heutigen Tour sein. Mittlerweile haben wir aber ungefähr 20 cm Schnee auf den Wegen. Ich werde daher die Abzweigung zum ersten Cache auslassen. Das wäre ein kleiner Abstecher gewesen zum Wienerwald Memory 1. Den werde ich nicht machen. Ich werde auch den zweiten Cache auf der Tour nicht wirklich machen, weil es einfach bei der Schneelage keinen Sinn macht, die Dosen zu suchen. Weil es verdammt schwer ist, die Dosen zu finden, wenn so viel Schnee drüber liegt. Ja, ich werde jetzt den Rest der Runde weitergehen. Das heißt, ich habe jetzt mittlerweile gute 3 Kilometer von meiner Runde schon hinter mir. Und ja, es ist ein bisschen anstrengend natürlich bei dem Schnee. Aber ich werde jetzt mal den nächsten Abschnitt in Angriff nehmen. Von hier weg geht es eigentlich nur mehr bergab. Die steilen Anstiege habe ich jetzt hinter mir. Das heißt, es wird jetzt auch wieder ein bisschen flotter gehen. Ja, dann verabschiede ich mich mal wieder in die Pause. Ich bin jetzt gerade an einer ziemlich durchwühlten Stelle auf dem Weg angekommen. Da dürfte also eine kleine Wildschweinrotte ihr Unwesen getrieben haben, da ist ganz schön umgerührt. Ich habe jetzt noch einen leichten Anstieg vor mir, bevor es dann wieder weiter hinunter geht. Das Steinplattel, den zweiten Cache, werde ich auch auslassen. Das heißt, ich werde dann die Tour nochmal wiederholen, wenn der Schnee weg ist. Und hoffe, dass das möglichst bald sein wird, damit auch nach Möglichkeit nächstes Wochenende unseren Wandermarathon mit den Schlittenhunden nichts im Weg steht. Ich bin jetzt kurz vor der Abzweigung, bevor es wieder runter geht, und bin da am Weg auf eine interessante Fährte gestoßen. Ich kann dir aber nicht wirklich zuordnen. Und ja, da würde ich euch mal bitten, vielleicht kann ja einer von euch diese Fährte, diese Tierspur identifizieren und mir sagen, von welchem Tier das ist. Den Hund halte ich für eher unwahrscheinlich, weil eigentlich keine menschlichen Fußspuren zu finden sind. Außerdem passen die Pfotenabdrücke auch nicht wirklich. Ich persönlich würde jetzt eher auf irgendwas Richtung Luchs oder so tippen. Aber ich weiß es nicht. Also ja, vielleicht habt ihr ja eine Idee und könnt mir da was sagen. Einfach in die Kommentare oder auf Google Plus unter den Beitrag schreiben, in die Kommentare. Ganz wie es wollt. Ihr könnt mir natürlich auch eine E-Mail schreiben, ihr könnt mir Audio-Nachrichten schicken. Das überlasse ich ganz euch. Und ja, das ist auch gleich eine gute Gelegenheit, mal einen kleinen Aufruf zu starten. Ich würde euch bitten, schreibt mal Kommentare, meldet euch bei mir. Ihr könnt auch gerne mal bei einer Podcast-Folge mitmachen, wenn ihr wollt, wirklich aktiv mit dabei sein. Das ist alles möglich. Gebt mir einfach kurz Bescheid. Ich würde mich freuen. Und jetzt gehe ich erstmal wieder ein Stück weiter und verabschiede mich mal in die Podcast-Pause. Mittlerweile bin ich wieder auf ungefähr 470 Meter herunten, habe jetzt auch
die tief verschneiten Passagen hinter mir gelassen. Habe mich die ganze Zeit gefragt, warum ich mir nicht die Schneeschuhe mitgenommen habe. Das wäre wahrscheinlich deutlich einfacher gewesen. Aber jetzt bin ich wieder auf einer Forststraße. Die ist auch halbwegs geräumt und gut zu gehen. Und stehe jetzt gerade an einem Bach, der vermutlich vom Schmelzwasser her jetzt gerade mehr Wasser führt als normalerweise. Man hört ihn eh hoffentlich ein bisschen plätschern. Ja, ich habe jetzt mittlerweile schon etwa gute 5 Kilometer hinter mir. Die beiden Geocaches habe ich ausgelassen. Mache mich jetzt schon langsam dann wieder auf den Weg oder auf die Schleife zurück nach Großhönniggraben und werde dann mit dem Auto noch 2, 3, vielleicht 4 Geocaches dann anfahren. Mal schauen, ob ich davon den einen oder anderen noch finden kann. Jetzt gehe ich mal ein Stück weiter und melde mich dann später wieder. Schon wieder ein Stück weiter und bin jetzt gerade ganz nah an dem Dach, dem ich jetzt schon die ganze Zeit folge, und da unten hat es wirklich schon ganz schön Wasser. Also man merkt, der Schnee schmilzt und schmilzt. Ich glaube, man hört es auch ganz gut, dass da ganz schön Wasser runterrinnt. Ich stehe an so einem kleinen Wasserfall, habe natürlich auch müssen ein paar Fotos machen. Und ja, mal schauen, vielleicht mache ich auch noch ein kleines Video davon. Mal schauen. Ja, wie geht's weiter? Ich habe jetzt noch ungefähr 3, 3,5 Kilometer zu gehen. Ich befinde mich also von meiner Runde her schon ziemlich im Endspurt. Und ist auch gut so. Langsam wird es frisch, obwohl jetzt da herunten die Temperaturen sicher um 2, 3 Grad wieder wärmer sind als oben am Steinplattel. Ja, gleich zurückgehen. Das letzte Stück ist dann noch ein Asphaltstück über eine Landesstraße. Das lässt sich da jetzt leider nicht verhindern. Und dann werden wir schauen, dass ich den einen oder anderen Cache noch finde. Aber jetzt geht es erstmal weiter. Ich stehe jetzt gerade an einem kleinen Teich. Da ist noch eine Eisdecke drauf, eine dünne. Wobei ich nicht weiß, ob das jetzt nur im Winter mit dem Schmelzwasser sich füllt oder ob das unterm Jahr später dann auch noch ein Teich ist. Müsste man dann mal, vielleicht beim nächsten Mal, wenn ich die Runde gehe, nochmal schauen. Aber es schaut ziemlich cool aus. Echt interessant. Sehr idyllisches Plätzchen. Bis auf die Motorsägen im Hintergrund. Aber ein wirklich schöner Ort.
gefällt mir. Den Wald habe ich jetzt gerade hinter mir gelassen. Ich bin jetzt auf einer offenen Wiese. Sehe auch schon die ersten Häuser. Da werde ich dann runtergehen. Und da komme ich dann auf die Landesstraße, die mich dann schlussendlich wieder nach Großhönigraben zurückführen wird. Ja, und wie ich aus dem Wald herausgekommen bin, habe ich da gerade eine Tafel mit einem befristeten jagdlichen Sperrgebiet gesehen. Leider ist aber die Tafel offensichtlich nur in der Gegenrichtung angebracht, sodass ich die Tafel nicht gesehen habe und genau mitten durchgegangen bin. Wofür ich mich bei den zuständigen Jägern schon mal an dieser Stelle gleich mal entschuldigen will. Aber leider war das nicht ersichtlich von der anderen Seite kommend. Wenn ich das gesehen hätte, wäre ich selbstverständlich einen anderen Weg gegangen. Kann aber sein, dass ich natürlich aufgrund der Schneelage und des teilweise nicht ganz wirklich aktuellen Kartenmaterials auch irgendwo falsch gegangen bin und deswegen die Tafel nicht gesehen habe. Will ich jetzt gar nicht ausschließen. Aber ich kann es leider eh nicht mehr ändern, dass ich durchgegangen bin. Aber okay, ist halt so. Ja, ich werde jetzt den letzten, ja ungefähr 1 Kilometer wird es noch sein, schätze ich. Naja, nicht einmal mehr ganz, 600 Meter zum Auto zurücklegen. Auf dem Weg dorthin liegt dann auch noch eine Dose, sprich ein Geocache, den ich mir holen werde. Der sollte nämlich auch bei Schneelage zu heben sein. Ich werde mich dann vor Ort beim Cache wieder melden. Ich bin zwar noch nicht ganz beim Cache, aber ich muss mich trotzdem kurz zwischendurch melden. Nach der Aktion, was ich gerade gehabt habe. Ich komme zu den ersten Häusern runter von der Wiese. Ich höre einen Hund bellen, was ja für mich jetzt noch nicht wirklich das Problem ist. Kommen mir auf einmal zwei freilaufende Hunde entgegen. Leider und breit kein Mensch zu sehen, das heißt, die laufen dort ganz offensichtlich einfach frei herum. Was ich einerseits kurz oder sehr knapp neben der Landesstraße schon den Hunden gegenüber eine ziemliche Schweinerei findet. Weil natürlich die Gefahr sehr groß ist, dass die irgendwann mal auf die Landesstraße da rausrennen und überfahren werden. Und zum Zweiten finde ich es auch ziemlich heftig, dass dort einfach keiner ist. Die Hunde draußen frei herumrennen. Ich meine, wenn jetzt da einer kommt, der vor Hunden vielleicht Angst hat, dann ist das sicher nicht so lustig für denjenigen oder diejenige. Ich persönlich habe das kein Problem damit, weil ich fürchte mich vor Hunden nicht und die waren jetzt auch nicht so wirklich zum Fürchten. Aber finde ich einfach nicht okay. Also muss ich auch an dieser Stelle mal sagen, es gibt leider immer wieder äußerst unvernünftige Hundehalter, so wie auch die Leute, die Hunde im Wald auslassen, nicht an die Leine nehmen, was erstens einmal gesetzeswidrig ist, somit ein Verwaltungsverstoß ist, der bei uns in Österreich mit bis zu 15.000 Euro geahndet werden kann. Das aber nur nebenbei. Aber ich finde es einfach extrem verantwortungslos, dass manche Leute aufhören. Also
natürlich nichts damit zu tun hat, dass ich Hunde nicht mögen würde. Ganz im Gegenteil. Ich habe Hunde sehr gern. Aber ich kann es einfach nicht leiden, wenn Menschen so verantwortungslos sind, sich um keine Vorschrift, kein Gesetz, keine Verordnung, irgendwas pfeifen, die Hunde freilaufen lassen, die Hunde damit einer extremen Gefahr aussetzen, in Wahrheit. Wildtiere im Wald eine extreme Gefahr durch die Hunde aussetzen. Und dann wundert man sich wieder, warum Jäger zum Teil Hundehalter nicht ausstehen können. Naja, aber wie auch immer. Das wollte ich nur an dieser Stelle einfach mal kurz nochmal anmerken, weil das halt gerade wieder so eine Situation war, wo ich mir gedacht habe, hey Leute, muss das wirklich sein? Könnte man doch irgendwie auch anders lösen. Aber okay, ist halt so, nicht zu ändern. Abgehakt, was soll's. Ich mache mich jetzt auf zur Dose. Bin nämlich gleich da. Und melde mich dann nach einer kurzen Pause gleich nochmal wieder. So, ich bin wieder zurück im Auto und habe den Cache gefunden, die Dose. Und zwar war das der Welcome to Breitenfurt 4. Ich lese euch da ganz kurz die Dose vor, also den Text, der da dabei steht. Breitenfurt liegt an der südwestlichen Grenze Wiens und ist eine Marktgemeinde mit etwas weniger als 6.000 Einwohnern im Bezirk Mödling in Niederösterreich und die flächenmäßig größte Gemeinde des Bezirks. Wer noch mehr Infos interessiert ist, kann in der Wikipedia nachlesen. So, ja, gefunden ist die Dose, war, nachdem ich schon zwei oder drei aus dieser Serie gehoben habe, an einem logischen Versteck. Schwierigkeit und Gelände sind jetzt mit 1,5 Sternen von 5 angegeben, muss ich persönlich sagen, hätte ich jetzt eher mit 1 und 1 bewertet. Aber gut, das ist Sache des Owners, er wird seine Gründe haben, warum er das so bewertet hat. Somit habe ich zumindest mal auf der Runde noch eine Dose gefunden, von ursprünglich geplanten 3. Ob ich jetzt die anderen noch mache, kann ich noch nicht sagen, die war jetzt noch am Weg liegen, weil es ist mittlerweile 2:45. Und die Tour war doch sehr anstrengend, es waren jetzt schlussendlich natürlich durch den Umweg, den ich gemacht habe, weil ich mich ja nach dem Wasserfall oder beim Wasserfall vergangen habe, waren es jetzt 10,5 Kilometer, die ich insgesamt gegangen bin und einen großen Teil davon durch 10 bis 20 Zentimeter Schnee ohne Schneeschuhe, also das war schon ganz schön anstrengend. Mal schauen, ob es mich noch freut, ich glaube aber eher nicht. Ja, auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal ein kleines Fazit zur Strecke. An und für sich eine sehr schöne Strecke, ruhig, ich würde sogar sagen einsam, schön zum Gehen. Der Schnee natürlich war jetzt eher nicht so vorteilhaft in dem Fall, aber dafür war ich komplett alleine auf der Strecke unterwegs. Das Kartenmaterial war leider auch eher dürftig, an manchen Stellen zumindest. Also das muss ich mir dann, wenn ich dann das nächste Mal diese Dosen suchen gehe, vielleicht nochmal genauer anschauen, wie die Wege wirklich liegen und das Ganze in der OpenStreetMap dann korrigieren. Da mache ich dann vielleicht nochmal eine eigene Sendung dazu. Mal schauen. Ja, ich wünsche euch auf alle Fälle eine schöne Woche. Schaut, dass rauskommt. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris. Individuell unterwegs ist eine Produktion von Reisen, Wandern, Tauchen.
reisen-wandern-tauchen.at.